Die sechste Merseburger Fight Night, Marc Bergmann hier für Ground & Pound TV. Neben mir steht nun ein Mann, der hier für einen der Kämpfe des Abends gesorgt hat, denke ich. Ein absolutes Spektakel über drei Runden, Alexander Epp. Allerdings ein etwas unglücklicher Alexander Epp. Das Ganze hat nur zu einem Unentschieden gereicht gegen den starken Ali Saleh heute. Ja, erzähl doch mal aus deiner Sicht, wie der Kampf gelaufen ist. Du scheinst nicht ganz zufrieden zu sein mit dem Urteil der Punktrichter. Also ich finde das Urteil sehr unfair. Ich habe meiner Meinung nach die stärkeren Wirkungstreffen gehabt. Die erste Runde habe ich ihn angenockt gehabt, der wurde nicht angezählt. Er hat 80% der Schläge, die er viel geschlagen hat, nur auf die Deckung getroffen. Ich habe jedes Mal harte Schläge reingetroffen. Er konnte kaum mehr stehen im Low-Kick. Ich habe ihn fast Low-Kick K.O. geschlagen. Und ich war meiner Sicht ganz klar nach vorne. Und ich kämpfe egal wo und wann sofort gegen ihn nochmal. Kein Problem. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Ja, also du hättest schon Lust auf den Rückkampf. Das Ganze war ja doch ein sehr enges Gefecht. Ja, war sehr eng. Ich hätte gerne eine Zusatzrunde gehabt. Dann hätte ich auf jeden Fall locker gewonnen. Und ich kämpfe egal wo, sofort nochmal gegen ihn. Du sprichst es gerade an, eine Zusatzrunde hättest du gewonnen. Sah wirklich danach aus, denn es schien ein bisschen die Pumpe weg zu sein beim Gegner, die Luft raus zu sein gegen Ende. Du hast sehr viel Druck gemacht. Was meinst du, woran das lag? Du hast ihn in der ersten Runde mal runtergeschickt. War das ein harter Wirkungstreffer? Er wurde ja nicht angezählt. Also er war 100%ig angenockt. Ich habe es an den Augen gesehen. Die haben gewackelt. Hätte ich noch einen starken Wirkungstreffer nachgesetzt, wäre er gelegen 100%ig. Und er hätte nach meiner Meinung nach auch angezählt werden müssen. Okay, jetzt ist natürlich ein bisschen verfrüht, danach zu fragen, ob ein Rückkampf überhaupt möglich ist. Aber ihr habt euch, glaube ich, im Ring, wenn ich es richtig gesehen habe, mal ganz kurz unterhalten. Was sagt er denn dazu? Was sagt seine Ecke denn dazu, sein Camp? Sehen die das ähnlich oder wären die bereit für einen Rückkampf? Weißt du schon was? Ich weiß gar nichts. Was ich noch sagen wollte, aber der Ali, guter Sportsmann, war ein fairer Kampf, war kein unfairer Gegner. Hat sehr Spaß gemacht, gegen ihn zu kämpfen, auf jeden Fall. Ja, also hat auf jeden Fall auch Spaß gemacht zuzuschauen. Ich denke, man hat es an den Reaktionen in der Halle gehört. Deshalb erstmal besten Dank für den tollen Kampf und besten Dank, dass du dir jetzt die Zeit genommen hast. Jetzt geh erstmal duschen. Dankeschön. Super, vielen Dank. Dankeschön.